Heute erleben wir wieder einmal das vielleicht spannendste Duell im deutschen Fußball. Bayern München gegen Borussia Dortmund. Wolf Fuß und Frank Buschmann sagen hallo und herzlich willkommen. Und ich freue mich ja auch immer ganz besonders auf dieses reizvolle Duell. Das geht Ihnen daheim, glaube ich, ganz genauso. Die beiden überragenden Teams im deutschen Fußball. Wer ist aktuell besser? Gegner ist da. Piszczek. Flanke soll zu Reus. Aber hier kommt kein Mitspieler dran. Lewandowski.
Und nun Hummels. Ballverlust Dortmund. Gnabry. Thiago jetzt. Coutinho. Nun David Alaba. Und Thiago. Nun Coutinho. Ja, könnte was werden. Gutes Tackling. Und jetzt Lewandowski. Coutinho. Da ist er klasse rangekommen. Ja, da war er zur Stelle. Ist er gut hingeächtet. Hat genau den richtigen Zeitpunkt erwischt, um den Ball zu erhalten. Ecke kommt von Kimmich. Ah, das war nix. Abwehr zur Stelle. Martinez. Pfosten. Ball im Aus. Einwurf für die Bayern. Tolisso. Alaba. Da ist die Chance für die Flanke. Abwehrverbund steht hinten drin. Jetzt lassen sie erstmal kommen. Aber nicht präzise genug. Der Ball vielleicht einen Tick zu hoch. Dadurch konnte er ihn nicht wirklich kontrollieren. Bayern gibt im Moment schon den Ton an in dieser Partie. Wir hatten gesehen, dass klar mehr Ballbesitz in den vergangenen Minuten. Und bei diesen guten Chancen, die rausspielen, ist der Führungstreffer eine Frage der Zeit. Coutinho. Jetzt könnte der Pass kommen. Der Ball von Coutinho wird abgefangen. Thiagos Pass landet beim Gegenspieler. Hazard. Delaney. Hazard. Gut gemacht, gutes Tackling. Sehr gute Passquote hat er heute. Auch der Ball kommt an. Der Pass kommt an, da ist er heute extrem sicher. Gnabry. Ballverlust Bayern München. Zeit wird jetzt angezeigt. Es gibt noch 2 Minuten oben drauf. Ahnt hier diesen Pass. Weg ist der Ball. Witzel. So, jetzt ist erstmal Pause. Steht hier noch 0:0. Ich bin gespannt, ob hier ein Team in der zweiten Hälfte noch mal mehr ins Risiko geht. Wie siehst du die Leistung von Lewandowski bislang in diesem Spiel? Wenn ein Mann von dieser Klasse so schwach spielt, dann hast du es als Mannschaft schwer. Sehen wir auch am aktuellen Ergebnis bisher nur Remis. Spiel geht weiter. Der BVB am Ball. Schöne Pässe von Borussia Dortmund. Jetzt geht der Gegner dazwischen und hat den Ball. Einwurf. Pavard. Thiago jetzt. Coutinho jetzt. Gefährlich! Ist hier immer noch am Ball. Mit dem Pass suchen sie Lewandowski. Da kommt er mit dem Kopf dran, aber kein Tor. Super Aktion. Das ist die Balleroberung. Unwiderstehlich. Alaba. Coutinho. Da steht die Abwehr sicher. Schön geklärt da von Mats Hummels.
Es tut sich was an der Seitenlinie. Bayern bringt einen neuen Spieler. Genau, neue Impulse sollen jetzt her von der Bank. Perisic. Kommt jetzt die Flanke rein. Ball an den kurzen Pfosten. Ökiel, Ball noch im Spiel. Hazard. Vielleicht der schnelle Konter jetzt. Die Bayern mit dem Ballverlust. Hazard. Reus. Reus! Und den Schuss blockt der Abwehrspieler. Er steht einfach immer richtig. Auch hier blockt er ab. Klasse, wie er das macht. Holt sich den Ball. Ja, da ist Platz jetzt. Da hat er Platz, jetzt die Flanke. Nico Schulz. Schulz. Thomas Delaney. Flanke abgeblockt. Gnabry. Hummels. Nico Schulz. Flanke soll zu Reus. Verteidiger ist da, er hat den Ball. Ja, gibt Ecke. Ecke kommt in die Mitte. Ah, das sah gefährlicher aus, aber der Ball ist erstmal weg. Nico Schulz. Hazard. Thomas Delaney. Jetzt der Vorstoß. Das macht er gut. Jetzt vielleicht die Chance für den Konter. Ballverlust Bayern München. 20 Minuten haben wir noch auf der Uhr. Mal sehen, was sich noch tut. Toll, Hazard. Da muss er flanken. Diesen Ball ab. Tolisso. Sie verlassen sich jetzt auf ihre Abwehr und lassen den Gegner kommen. Richtig gutes Passspiel da von Bayern München. Das war vielleicht ein Pass zu viel. Jetzt ist der Ball weg. Jetzt können sie vielleicht kontern. Ja, aus so einer Konterchance müssen sie einfach mehr machen. Da verlieren sie den Ballbesitz. Thiago jetzt. Und Thiago. Coutinho jetzt. Perisic. Gut gemacht da draußen. 10 Minuten sind noch zu absolvieren. Geht gut dazwischen. Weg ist der Ball. Jetzt Coutinho. Schön dazwischen gegangen, Ballverlust. Noch immer unentschieden, aber die Dortmunder natürlich immer in der Lage, einen Treffer zu erzielen. Pavard. Kimmich. Gnabry. Lewandowski. Coutinho. Gutes Tackling auf außen. Die Chance auf den Konter. Paco am Ball. Der Pass in den freien Raum. Gut gemacht. Jetzt wird es hier Auswechslungen bei beiden Mannschaften geben. Wir gehen jetzt aufs Spielende zu, hier in diesem Spiel. Das unglaublich spannend ist. Immer noch ausgeglichen zwischen dem BVB und den Bayern. Lukas Piszczek. Da hat er den Pass unterbunden. Ganz wichtige Aktion. Es gibt noch 2 Minuten oben drauf. Das sieht durchaus vielversprechend aus. Jetzt kann er die Flanke bringen. Da können sie klären.
Hier konnte sich kein Team durchsetzen. Der Schiedsrichter hat abgepfiffen.